Moin, ihr Halunken. Na, öfters hier? Ich denke schon. Ihr werdet es schon erraten haben, mal wieder bei Level Up einen Gutscheincode aktiv und zwar 20% auf alles mit Gutscheincode Allotrix. Ich zeige euch nochmal kurz hier die Shiny Dragon Edition. Ist ein Big Restock in 2 Tagen. Je nachdem, wann ihr das Video seht, wird das also wieder verfügbar sein. Unglaublicher Banger-Geschmack. Unbedingt noch abchecken, wenn ihr noch etwas braucht. Ne? Mein Lieblingsgeschmack immer noch Nuklear. Golden Fruits und Digital Camo auch absolut wild. Einfach beim Checkout hier bei Rabattcode Allotrix eingeben und 20% auf alles sparen, auch auf Shaker und so weiter und so fort. Kuss geht raus an alle Supporter und jetzt viel Spaß mit dem Video. Lasst euch gut gehen. Meistens kennen die Story, das war bei einer, die habe ich auf einer Karaoke-Bar kennengelernt, aber ich habe ihr nicht am selben Abend das Arschloch geleckt, sondern dann, als sie ein andermal kam. Und dann habe ich so ein bisschen gerade in dem Moment nicht so gut performt und dann dachte ich so, ja, ich muss noch ein bisschen jetzt was. Und auf einmal hat es mich überkommen. Ich habe mir nicht mal vorher gedacht, dass ich es mache. Ich habe nur viel über Arschloch-Leck mit Nunzu geredet. Und auf einmal habe ich, bam, habe ich einfach hier das Arschloch geleckt. Ja. Also, wir haben alle drei, also die Erst- bis Drittplatzierten hier: Pentagon, Fusion, Noisy. In England heißt es Walnuss. Der hat mich abgeblockt, weil ich dann in der Cam stand. Also, das Brett hat man nicht mehr gesehen. Walnut. Genau so heißt es. Ich habe eine Plattenkiste, wenn ihr eine braucht. Hast du viele Platten? Bei 4-5 ist Toss. Och, Digga. Ey, ja, wirklich, schau doch ein. Justin, Digga. Kannst du nicht einfach das Video gucken, Bro? Call. Hinter uns. Hat er eine Raketen? Hat es Hühnchen. Ich hab keine Raketen, ne? Raketen? Seit wann zocken die Fortnite, Digga? Hey. Da kommt irgendwas. Oi. Du Arschloch. LOL. Hä? Ich hab ihn mit dem Revolver aus dem LKW geschossen. Wieder mal kein Konzept, Videos, die keiner checkt. Was man machen soll, um ein dünner Verbündeter zu sein. Ja, also ich kann euch das hier mal kurz einfach in die Kamera halten. Das sind ich bin verwirrt. Die öffentliche Posting sind kann ich ja. Ja, geil, Digga. Wenn ich zu Hause sitze und einen Boxershorts. Boxshare. Oder Pilze! Hey, Mann! Ich verbrenne mich selber. Ey, das kannst du dir nicht ausmalen. Ey, ich krieg komm, nur die Rakete noch, Bruder. Ey, das ist so. Siebter noch! Ja! Ach, Mann! Okay, jetzt hab ich die Ohren ausgebrochen. Scheiße. Oh nein. Ich hab's ganz genau gespürt. Tragen. Das ist in Neukölln jetzt anscheinend. Warum können die denn alle nicht vernünftig auf den Tisch schlagen? Was ist denn da los? Das nicht in Berlin. Wir waren vorher in Berlin, jetzt sind wir in Neukölln. Aber dass da niemand eine Maske trägt, weiß ich nicht so, verstehe ich nicht so ganz. Ach, Neukölln ist Berlin, ich bin echt dumm. Scheiße! Das hätte ich sogar gewusst, Chat, weil ich, als ich in Berlin war, dran vorbeigekommen bin und weil man es kennt von den Rap-Texten. Dass du so Vierer spielst, aber so zu zweit unterwegs bist, weißt du? Ich bin das irgendwie für so. Mach also, dich keinen Kopf, ist doch bestimmt für euch auch schwer, oder nicht, oder? Ja, wir spielen das halt jeden Tag, total. Deswegen. Ich spiele das nicht jeden Tag. Also spielt halt die. Wie krass deine Cam ist. Das siehst, aber schau dir mal an, BL ist. Für Kevin, falls ihm das jemals jemand zeigt, ich werde gezwungen, das zu singen. Sag mir, warum all dieses Cash und Cloud. Oh, grauenhaft. Wenn ich am Ende allein bin. New York. Boah, Digga, hör doch erstmal zu. New York ist eine der schönsten Städte in Deutschland. Tipps gegen Bierbauch: mehr Wichsen. Wann habe ich das denn gesagt, Digga? Das wusste ich gar nicht mehr. Tipps gegen Bierbauch: mehr Wichsen. So übelst auf Ernst, Digga. Holy shit, Mann. Geil. Boah, majestisches. Majestisches. Ist majestisch ein Wort? Majestisch? Ist das richtige Wort? Irgendwie hat sich das falsch. Majestätisch. Hey, Sandro, was geht? Digga, die Streamer, Mann. Falscher Channel, sag mir nicht, ich bin bei Danny live. Bruder, bin ich bei Danny live? Nee, oder? Lass mich checken. Oh Mann, Digga, ich bin bei Danny live. Ey, nee, Mann. Na, immer Streamkey resetten, Jungs. Ach, oh, Digga, so erschrocken, Mann. Ich dachte, der haut sich jetzt das Ding ins Auge, Mann. Ich bin einfach so ein guter Mensch.
Ich erschreck mich, weil ich denke, er hat sich verletzt, Digga. It's so big. Also irgendwo erkenne ich die kommt mir so bekannt vor. Dumo Sobo, danke für den dritten Monat. Vielen lieben Dank. Kuss. Das, ich sehe das nicht. Ist ja okay, ey. Wie Spielverderber hier. Wieder mal kein Konzert. Max? Ja, wir haben eine Trinkpause. Aber warum war jetzt der Titel Allotrix unser Doktor? Das habe ich jetzt nicht verstanden, Digga. Warum Allotrix unser Doktor? Wegen dem Wichsen-Clip oder was? Digga, das war doch nur ein kleiner Seitenhieb. Das ist ein übertriebener Hit, Junge. Holy shit, Alter. Ja, die Playlist habe ich actually keine Ahnung, warum die da ist, Champ. Heute ist endlich wieder soweit. Heute hat mir Luca mal wieder Tinder-Chats, Tinder-Profile, Instagram-Chats, ungefähr alles zukommen lassen. Das heißt auch, heute schauen wir wieder, was für Anmachsprüche von euch da draußen, von der Community, so rausgehauen wurden. Okay, Digga, ich sag's einfach. Ich hatte Sex. Kevin hatte Sex. Oh, oh. Kevin hatte Sex mit Danny. Was? Was? Ich werde natürlich ganz klassisch Chats als Person... Ja. A. Und als Person B vortragen. Mal gucken, wen es heute mehr erwischt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Chat. Let's go. Hey Sophie, äußerlich gefällst du mir schon mal gut. Jetzt muss nur noch charakterlich passen. Grüße gehen raus an Sophie und an den gefallenen Bruder. Aua, F in den Chat. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Das war aber auch schon eine gemeine Antwort, Digga. Egal ob Mann oder Frau. Der, das muss nicht sein. Und direkt noch eine Schweigesekunde für den gefallenen Bruder. Yeah. Berit hat dir am 10. Der war ehrenlos, Sascha! Der war ehrenlos, Bruder! Am 3.21 ein Super-Like gegeben. Ich arbeite zwar nicht bei der Gewürzpolizei, hab aber festgestellt, dass du ziemlich scharf bist. Oh mein Gott. Haha! Hahaha, damn! I'm lost! Liebe Berit, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Du bist dieses andere Lost! Nicht wegen dem scheiß Anmachspruch, sondern dass er dir gefallen hat auch noch! Ich hab selten so eine Scheiße gehört! Ich arbeite zwar nicht bei der Gewürzpolizei, hab aber festgestellt, dass du ziemlich scharf bist. Darauf sprichst du an? Berit? Das krieg ich hin. Beri, du bist ja komplett lost. Du und Bastian hatten ein Match am 24.01.21. Du heißt wie meine Schwester, aber küsst du auch so gut? Was ist denn jetzt los? Saarland hat angerufen, die wollen ihre Sprüche zurück. Aus Isabel, 37, verifiziert. Aha. Ziert. Maschallah, kein Fake-Account. Wohnt in Stuttgart, was? Suche Ehemann. Möchte 5 Kinder. Bitte nur reiche Männer mit Bierbauch. Kennen wir vielleicht jemanden, der reich ist und einen Bierbauch hat? Hey, ich bin... Monte trinkt ja kein Bier mehr. Obwohl, alkoholfreies Bier zählt, glaube ich. Paddy, 23 Jahre, in Bremen. Etwas Ernstes und mal sehen, was passiert. Schauen, was sich so ergibt. Dann schauen wir doch den lieben Paddy mal an, oder? Und wie ist der Zufall jetzt so will? Kenn ich. Wenn du so heiß bist, dass Fake-Profile dein Bild nehmen, um Frauen anzubaggern. Inski, mein Bruder, du hast geschafft, Bratan. Den Paddy sogar persönlich. Mal schauen, was Paddy heute für aggressive Anmachtipps raushauen kann. Yo, was geht ab, Mann? Ich bin's, euer Paddy, Alter. Ich kann's nicht fassen, dass ich hier im unsympathisch TV-Video gelandet bin. Ich such grad noch eine Runde, Alter. Und falls ihr irgendwelche Tipps braucht, um Frauen abzuchecken, einfach mal einen Spruch raushauen wie, ganz gelassen, ist eine richtig geile Sache. Danke, Paddy, du bist der Beste. Du und Lamis hatten ein... Ach, Mann. Ein Match, Alter. Am 1.12.20. Hey, Lamis, ich hatte früher Füller von Lami. Sag Bescheid, wenn du Daddys Füller klecksen sehen willst. Schwierig. Ja, dann gib mal die Nummer von deinem Dad. Alles gesehen im Video. Ist komplett nach hinten losgezündet. Stand jetzt muss ich sagen, so schlimm ist es doch noch gar nicht, oder? Was geht? Das schmerzt. In den Augen. Hanna, 21, wohnt in Karlsruhe. Da habe ich Verwandtschaft, Digga. Hast du Eisenmangel? Weil ich habe Nippelpiercings. Okay, damit hätte sie mich auch, Chat. Bin ich ehrlich. Damit hätte sie mich auch.
Damit hätte sie mich auch, Bruder. So war ich hier sitze. Also wer da direkt ein Like geben würde, ich bin euch ehrlich, es kann sein, dass ein Lazo jetzt im Stream voll am Abfeiern ist, aber meine Reaktion, die sah eher so aus. Anna, du bist genau mein Kaliber. Mein Name ist Ron Bielecki und ich bin genau das, wonach du suchst. Wenn du Argumente brauchst, das hier ist der einarmige Bandit. Danke, Ron. Vielen Dank. Verena. Ich finde es geil, dass du immer seine Jungs mit so Videos einbaust. Einbaust. 20. Most Wanted Models. Sascha Hellinger ist mein Lieblings-YouTuber. Verena. Kuss geht raus. Hascha Sellinger finde ich aber auch gut. Instagram. Luca, wo ist ihr Instagram? Von allen Dingen, die du rausschneiden kannst, hast du ihr Instagram rausgeschnitten. Bruder, hey Luca, warum denn? Was habe ich dir getan? Hey, guck mal auf den Tacho, wir haben 2021. Wo bleibt mal mein Geld? Aber so wie ich dich kenne, hast du eh noch nicht zu Ende gelesen, du Idiot. Bin hier für 420 Date. Achso, ja, dann bin ich eh raus. Verena, 420 Date klingt auf jeden Fall besser mit Maxwell als mit Sascha, der ja. Ihr weißt Bescheid, 187 Straßenbahn, der Habibi. Mit einem Upgrade auf Gold. Bruder, was ist das denn wieder für ein Video, Mann? Jetzt siehst du Leute, die dir schon ein Like gegeben haben. Der eine kommt mir doch bekannt vor. Hey! Au! Meine Augen! Das ist... Der Imagine, 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 du slidest rein, Digga. Und dann kommt diese Antwort direkt, Digga. Bruder, ich würde den Account löschen, sofort wäre ich raus. Echt mega kreativ, gefällt mir. Bekomme ich auch noch mehr als nur ein gefällt mir? Kommt drauf an, worauf? Benz AMG, 63 Coupé. Wesen ist ehrlich. Und, heute noch was vor? Mike, 21. Ich sag euch so, wie es ist. Digga, also halt's Maul, Chat. Halt's Maul. Saschas Videos sind ja immer eine 10 von 10. Manchmal auch eine 11 und eine 12 von 10. Aber ich hätte es nie gedacht. Bei Sascha wird's nicht zur Unglückszahl. Digga, heute ist es eine 13 von 10. Das ist ja wirklich zu wild. 21. Digga, was ist das für ein geiler Beat, Mann? Ich sag euch nur, wie es ist. Du und Barbie hatten ein Match. Juhu! Match am 6.3.21. Was ein Zinken. Ich sag's dir, ich bin ein Meister im Zwinkern. Dafür kann ich nicht pfeifen. Bist du dumm? Du hast eine fette Nase. Du Hund! Ey, Carsten, bitte kein Strike. Wir sitzen im selben Boot, Bruder. Julia! Digga, erstmal Sub-Modus, besser ist das. Den merke ich mir, Sascha, aber nicht im Boden. 19. Mein Leibgericht schmeckt überall, nur nicht bei Mutti, denn mein Leibgericht ist... Ach du Scheiße! Hä? Was, Leibgericht? Mein Leibgericht schmeckt überall, nur nicht bei Mutti. Ach, Digga, scheiße. Ach du Scheiße! Und an der Stelle... Trotzdem eine 13 von 10. Bin ich mal wieder komplett raus! Ich frage mich, was mag... Vor allem, was hat er da... für ein ehrenloses Bild genommen von vor 5 Jahren oder so. Der! Ich dachte, das gibt's gar nicht mehr. Lieber, oder dazu sagen würde. Haram. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal Unsympathisch TV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Falls ihr da draußen noch Chats, Profile oder irgendwas habt, sendet bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Kuss geht an euch raus. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Gönnt mal einen Klapper in den Chat. Was ein Banger-Video. Holy shit, Alter. Aber jetzt gibt's erstmal eine Drohnachricht per Sprachnachricht, Alter. Ey, Sascha, Bruder, ich habe schon echt viele gute Videos von dir geschaut, aber heute war eine richtig wilde Nummer, Digga. Aber den Front mit der Nose merke ich mir, und zwar nicht im Guten, Digga. Dein Arsch, den schnapp ich mir noch. Fuck the in the crib, that bitch in one of ten, that bitch in one my jerk. I pull up on the hoe, I'm riding that spaceship. The hoe they want my pole, the hoe on the dick.
Yeah, bitch, I want young K. We are on the track.